Wir haben ja gerade Spargelzeit und passend dazu habe ich vor kurzem etwas herausgefunden, was ich bisher noch nicht wusste, nämlich, dass manche Menschen kein Spargelpipi kennen, beziehungsweise, dass manche Menschen noch nie persönlich in den Genuss von Spargelpipi-Gestank gekommen sind. Diejenigen, die es nicht kennen, haben sicherlich schon oft davon gehört, nachdem man Spargel gegessen hat, stinkt der Urin sehr intensiv und eben sehr charakteristisch nach Spargelpipi eben. Ich kann es nicht besser beschreiben, weil es für mich einfach keinen vergleichbaren Geruch gibt. Woher kommt dieser Geruch? Spargel enthält Asparagusinsäure, eine schwefelhaltige Verbindung. Und schwefelhaltige Verbindungen sind dafür bekannt, dass sie stinken. So sind sie zum Beispiel verantwortlich für sämtliche unangenehme Körpergerüche, die wir ausstoßen. Doch um zu stinken, müssen diese Moleküle ja erstmal in unsere Nasen gelangen. Das heißt, sie müssen flüchtig sein. Flüchtig bedeutet einfach, dass diese Moleküle bei Raumtemperatur gasförmig vorliegen und so ihren Weg in unsere Nasen finden. Asparagusinsäure ist nicht flüchtig, deswegen stinkt Spargel auch nicht. Aber beim Verdauen wird die Asparagusinsäure in flüchtige schwefelhaltige Verbindungen zersetzt, die wir dann beim Pipi machen riechen. Manche Menschen riechen überhaupt nichts Ungewöhnliches, nachdem sie Spargel gegessen haben. Die Frage ist jetzt also, riechen diese Menschen das einfach nur nicht? Oder produzieren die überhaupt kein Spargelpipi? Das ist eine Frage, die die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten beschäftigt. Ich habe mir das mal angeguckt und es gibt so viele Studien zu Spargelpipi, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es gab mehrere Studien, wo Teilnehmer Urinproben zum Geruchstest vorgesetzt bekommen haben. Jedenfalls durch die Studien hinweg waren die Ergebnisse nicht besonders eindeutig. Zuerst dachte man, dass jeder Mensch Spargelpipi produziert, nur dass es manche riechen können, manche nicht. Dann wiederum gab es Studien, die Teilnehmer hatten, deren Spargelpipi niemand anderes als Spargelpipi identifizieren konnte, was ja wiederum bedeutet, dass manche Menschen offenbar diese Spargel-Stinky-Moleküle nicht produzieren. Dann gab es noch mehrere qualitative Analysen, wo man Urinproben genommen hat und die schwefelhaltigen Verbindungen daraus gaschromatographisch identifiziert hat. Doch auch hier ein bisschen Verwirrung, denn zuerst fand man raus, dass in manchen Urinproben eben gewisse schwefelhaltige Verbindungen zu finden waren, in anderen nicht, was darauf hinwies, dass manche Menschen diese Verbindungen einfach nicht herstellen. Doch am Ende vom Tag ist es so, dass man bis heute noch nicht mal genau weiß, welche genaue Kombination an Verbindungen, an Molekülen diesen charakteristischen Spargel-Pipi-Gestank hervorruft. Und am Ende ist es natürlich auch immer eine Frage der Konzentration. Manche Menschen produzieren möglicherweise mehr dieser Stinky-Moleküle als andere. Andere vielleicht so wenig, dass man es nicht mehr riechen kann. Also sehr viele verschiedene Studien, verschiedene Ergebnisse. Letztendlich ist der wissenschaftliche Stand derzeit so, dass ob du Spargelpipi riechen kannst und ob du Spargelpipi produzierst, sind erstmal zwei unabhängige Dinge, die wohl aber beide auftreten, genetisch bedingt. Das heißt, wenn du Spargelpipi kennst, ist klar, dann produzierst du es und du kannst es auch riechen. Wenn du nicht weißt, wie es riecht, ist halt die Frage, ob du es vielleicht nicht riechen kannst, was wahrscheinlicher ist, oder ob du es vielleicht gar nicht produzierst. Oder beides. Es soll außerdem Menschen geben, die den Geruch von Spargelpipi als sehr angenehm empfinden. Der französische Schriftsteller Marcel Proust soll den Geruch von Spargelpipi als aromatisches Parfum beschrieben haben. Wie würdet ihr den Geruch von Spargelpipi beschreiben? Ich finde es ein bisschen schwierig. Oder gehört ihr zu denjenigen, die den Geruch nicht kennen? So oder so, genießt die restlichen Wochen der Spargelzeit.